So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der Ton sollte da sein. Kurz mal wieder der kurze Risikohinweis und dann legen wir auch gleich los. Doch ja, das Bild beim DAX ist nicht klar, wo er eben hin will. Das hat gestern hier der Move auch gezeigt. Das Einzige, was man hier definitiv auch mitnehmen kann, ist, dass bei rund 10.400 Punkten massive Nachfrage entsteht oder auch entstehen kann dann. Und dieses Level, sage ich mal, also maximal hier mit dem Gap Close bei 10.366 ist hier auf der Indikation und auf Xetra ist hier Prinzip das gleiche Level, 10.368. Ja, 10.368 Punkten. Und hier ist eben die Differenz von gestern, sind rund 50, 60 Punkte. Der Xetra DAX hat hier ein Tief bei 10.450 markiert und bei der Indikation ist er unter die 10.400 Punkte Marke kurz durchgebrochen. Wie gesagt, das war eben gestern eben auch nur im FDAX dann zu sehen und die Indikationen laufen ja eher im FDAX hinterher, weil der sich schneller bewegt. So, aktuell stehen wir hier wieder über im Stundenchart über dem EMA 200 und ja, solange eben hier ein Stundenschlusskurs über 10.400 oder rund 10.490 der DAX sich hält, dann kann man hier sich eher oder sollte man sich eher leicht nach oben orientieren. Und wenn hier die Marke nochmal fallen sollte, 10.487, dann könnte es nochmal einen leichten Rückfall, aber wie gesagt, hier ja, 10.410 Punkten in etwa dürfte dann Ende sein hier im 4-Stunden-Chart auf Xetra und auch im anderen, das zeige ich dann gleich noch. Man sieht eben hier die dominante Abwärtstrendlinie und da liegt jetzt hier im 4-Stunden-Chart ja ein Stück tiefer, aber jedenfalls eben auch auf diesem Gap Close genau die Linie. Und hier bei 10.465 liegt noch bei der Indikation noch ein wichtiges Level. Dieses hier, diese Kaufzone wurde ja schon ja, letzte Woche so präsentiert. Und ist eben jetzt nicht auf Xetra angelaufen worden, sondern nur bei der Indikation. Aber die bleibt hier weiterhin natürlich bestehen. Also DAX ist etwas schwierig. SDAX sollte noch eine Korrektur eigentlich vornehmen. Der MDAX hat hier seine, ja, seine Korrekturpotenzial erstmal ausgeschöpft. Jedenfalls das eingezeichnete. Wie es weitergeht, ist jetzt hier auch schwierig zu sagen, ob noch ein Hoch fehlt oder ob die ganze Bewegung jetzt noch korrigiert wird. Muss man jetzt hier nicht dann unbedingt spielen, beziehungsweise eben auch nicht als neues Setup noch präsentieren, weil die Wahrscheinlichkeiten sind eben hier ja, oberhalb der Marke auf jeden Fall gegeben, dass es weiter ansteigt. Und sonst ist ja hier noch bei rund 21.000 Punkten noch eine wichtige Unterstützung eingezeichnet. Da kann sich dann auch der Markt dann fangen, sollte sich hier die Korrektur fortsetzen. SAP hat hier oben, wie erwartet, nicht weiter. Sich jetzt hier das Bild jetzt eben so fortsetzt, dass wir hier ja das hoch haben, noch ein Stück tiefer und dann leicht seitwärts, um dann nochmal eine Abwärtsbewegung hinzulegen. So könnte es laufen.
Forex-Bereich. Ja, fangen wir erstmal mit Pfund australischen Dollar an. Das ist jetzt das Falsche. Super, hier. Stopp wurde angehoben. Kann sich hier weiter Oberkante des Rainbows halten. Also kann hier das Ziel noch angelaufen werden. Australischer Dollar, kanadischer Dollar prallte hier dann am EMA 200 ab. Wie eben hier so eingezeichnet, flache Korrektur. Ob jetzt diese Kerze. Wahrscheinlich sind hier Wirtschaftsdaten rausgekommen. Dann gab es eben hier einen kurzen Absacker, nochmal hoch. Und sonst läuft es jetzt hier erstmal hier die Seitwärtsphase und dann sollte nochmal ein Hoch folgen. Trotzdem den Stopp kann man hier auf einen Stand nachziehen, muss man aber nicht. Nicht, dass man hier vielleicht unglücklich ausgestoppt wird. Sonst US-Märkte halten sich hier oberhalb der Sell-Trigger-Linie. Hier gibt es nichts Neues zu erzählen. Das Einzige, was man hier nochmal, was so hier beim Gold und Silber, da bleibt Gold über dieser Linie und Silber hat hier nicht ganz die Zone erreicht. Mal abwarten, wie sich eben Gold und Silber heute noch entwickelt. Was eben ja, für Stärke sprechen würde, wären weiterhin die Silber- oder die Goldminenaktien. Hier habe ich jetzt mal Silver Wheaton herausgezogen aus meiner Liste. Ist von 10 Dollar auf über 30 Dollar angestiegen. Und trotzdem, dass gestern hier der Silberpreis doch deutlich eingebrochen ist, sind eigentlich die Käufer weiter hin am Ball. Hat hier eigentlich, naja, die richtige Umkehrkerze jetzt nicht auf das Parkett gelegt, aber ja, zeigt jedenfalls nicht, dass es einen Abverkauf gibt, obwohl Silber ja doch gestern hier eingebrochen ist. Und bei der Newmont Mining Aktie im Prinzip das gleiche Spiel. Die Sell-Trigger-Marke ist nicht erreicht worden. Auch wie nochmal betont, das wäre jetzt hier wirklich sehr spekulativ. Ich würde es nicht gegen den Markt shorten, außer es kommt jetzt wirklich mal richtig Schwäche rein. Aber das zeigt der Markt, dass bis jetzt hier keine größeren Verkäufe am Werk sind. Deshalb eher sind halt das Setup natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber ich habe es jetzt erstmal so gelassen. Also auch hier gibt es kaum wirkliche Schwäche zu beobachten. Und hier einer der größten Werte ist auch von 16 US-Dollar bis 46 Dollar angestiegen. Also hier muss man abwarten, wie sich die Märkte sich noch bewegen. Hier Euro gegenüber japanischen Yen. Da habe ich diesmal die Unterseite eher favorisiert. Hier könnte eben noch was fehlen. Die Bewegung ist jetzt hier wirklich eher wirr. Mit dem Stunden- oder 4-Stunden-Schlusskurs unter dieser Marke könnte eben Verkaufsdruck aufkommen, wie ich es gestern geschrieben habe. Bislang bleibt eben hier das Währungspaar über noch 113,30. Also eher der graue Pfeil. Das war's. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag und bis später.